Valparaiso, die Stadt der tausend Aussichten. Da Valpo auf unzählig vielen Hügeln liegt, hat man von jedem Hügel aus eine andere Aussicht. Einfach einzigartig über die vielen bunten Häuser von Valparaiso blicken zu können. Hier hat man einen super Blick über das gesamte Zentrum der Stadt. Und die Sonnenuntergänge am Abend sind einfach nur magisch. Also ich bin hier jetzt gerade an der Avenida Alemania, eine Straße auf den Hügeln in Valparaiso, die ganzen Hügeln verbindet. Und von hier aus hat man immer die besten Views und es gibt auch viele, viele Viewpoints. Die Avenida Alemania ist übrigens auch die Straße, die als Grenze zu den armen Vierteln auf den Cerros von Valparaiso gesehen werden kann. Es ist deswegen wirklich nicht empfehlenswert, noch weiter nach oben zu gehen, denn da steigt die Kriminalität wirklich an und es kann wirklich gefährlich sein. Das hinter mir ist jetzt das typische Bild auf den Cerros von Valparaiso. Mich erinnert das immer ein bisschen an Slums, aber dennoch hat es etwas. Die meisten Häuser auf den Hügeln von Valparaiso sind übrigens auf Stelzen und ohne Genehmigung gebaut. Hört ihr das? Diese Totenstille. Ein bisschen ungewohnt in Valparaiso. Generell kann man sagen, dass die Hügel von Valparaiso umso gefährlicher werden, umso weiter man hochgeht. Es gibt nur zwei Hügel, die touristisch sind, und zwar den Cerro Concepción und den Cerro Alegre. Ich bin jetzt gerade angekommen am Plaza Bismarck, von wo aus die Aussicht einfach nur ein Traum ist. Der Plaza Bismarck ist übrigens genau an der Avenida Alemania gelegen. Von hier aus geht auch eine Straße nach ganz oben, den allerletzten Hügeln, und da sind wir vor ungefähr ein paar Monaten schon mal raufgegangen, aber jetzt würde ich das nie wieder machen, denn das ist nämlich die gefährlichste Gegend von ganz Valparaiso, wie wir im Nachhinein erfahren haben. Aber wie es da oben aussieht, seht ihr jetzt. Als wir damals hochgelaufen sind, hatten wir noch keine Ahnung, wie gefährlich es da oben wirklich ist. Also das da oben ist der Bam Bam Monte Donico. Und dort oben hatte man eine grandiose Aussicht über das Wahnsinnshäusermeer von Valparaiso. Man konnte die gesamte Küste überblicken, mit den Orten Viña del Mar, Reñaca und sogar Concon mit den Sanddünen. Ich bin hier gerade hinter dem Haus, wo ich wohne, an einem Aussichtspunkt, wo man fast ganz Valparaiso überblicken kann. Ich komme immer hierher, um die Sonnenuntergänge anzuschauen, weil die sind hier einfach nur magisch. Seht einfach selbst, das ist der Wahnsinn.
dort aus den Pazifik, den Hafen, die ganze Innenstadt von Valparaiso und natürlich auch die ganzen Hügel, wo die bunten Häuser gebaut sind. Und es ist einfach nur schön hier in Valparaiso. Vor allem die Sonnenuntergangsstimmung ist einfach nur ein wahrer Traum. Ich liebe es einfach. Das hier ist die Sicht vom Stadtteil Playa Ancha. Unterhalb des Cerro Concepciones liegt direkt der Hafen, auf den man einen super Blick hat. Valparaiso ist einfach so richtig vielseitig. Von jedem Aussichtspunkt der Stadt sieht die Stadt irgendwie immer ein bisschen anders aus. Genau wegen dieser Vielseitigkeit von Valpo liebe ich diese Stadt einfach.